Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Last of Us 2 Let's Play. Freunde, wir sind hier mit der guten Ellie, haben Dina zurückgelassen, weil sie schwanger ist und ihr es nicht gut geht. Und jetzt heißt es an dieser Stelle weitermachen, alleine losziehen und gucken, wo der Bruder von Joel ist, wo Tommy ist. Letzte Folge ging es in die Vergangenheit zurück. Wir haben einen kleinen Flashback bekommen mit Joel, mit Ellie, als sie in dem Museum waren. Wahnsinn. Und genau hier machen wir jetzt weiter, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Dankeschön für euren Support. Das Spiel, es macht so viel Spaß. Und die treuen Zuschauer, die das Spiel schauen, weiß ich sehr zu schätzen. Und wir machen genau an dieser Stelle weiter. Das muss Tommy sein. Scheiße. Und vielleicht treffen wir jetzt auf ihn, Leute. Ich würde sagen, Leute, wir starten rein. Let's go. So, meine Damen und Herren, Ernesto Valverde ist wieder am Start. Mal ein bisschen hier looten, gucken. Ein paar haben reingeschrieben, Last of Us spielt gar nicht in 2013. Also, ich glaube, ja, das haben ein paar Leute reingeschrieben. Schon länger her alles hier. Bury your fangs on the shanks. Sie halten uns für Schafe, zeig die Zähne. Sie halten uns für Schafe, zeig die Zähne. Weiter. Morgen geht es natürlich auch wieder weiter mit Call of Duty. Und ein paar haben auch nachgefragt, was mit Resident Evil DLC ist. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen, Leute. Aber eins nach dem anderen. Vielleicht, wenn wir die Modern Warfare-Kampagne zuerst fertig haben. Vielleicht, wenn wir die Last of Us-Kampagne zuerst fertig haben. Dann auf jeden Fall. Aber ich kann nicht drei Projekte gleichzeitig laufen lassen auf diesem Kanal. Das schaffe ich erstens nicht und ist auch zu viel. Jeden Tag ein Video, das reicht erstmal in meinen Augen. Safe. Also letzte Folge hat so aufgehört, wir haben hier so eine Explosion gehört. Anscheinend ist Tommy gerade hier irgendwo. Und wir müssen jetzt gerade, oder versuchen besser gesagt, Tommy zu finden. Das ist auch echt dumm, aber was soll ich sagen, Digga? Wenn ich einen Bruder hätte und jemand würde den umbringen, Digga, ich würde sofort... Ich weiß nicht, ob ich alleine losziehen würde. Ich meine, er hätte auch zusammen mit Ellie losgehen können. Zu zweit ist man immer stärker. Vor allem, er weiß ja auch, Ellie kann kämpfen. Ellie weiß, wie man umzugehen hat in manchen Situationen. Und sie will ja genau dasselbe, weil sie ist ja mit Joel so gesehen auch groß geworden. Und ja, finde ich schon ein bisschen schade, dass er alleine durchgezogen ist, so. Alter, was ist das denn hier? Boah, ich werde solche Figuren haben mir immer Angst gemacht, ne? Kennt ihr diese eine X-Factor-Folge? Da kommen jetzt sogar an Halloween neue Folgen raus, ne? Von X-Factor. Ah, guck mal, Kokaina, hier, Kokaina, Kokaina. An Halloween. Was soll ich sagen? Kommen neue X-Factor-Folgen raus, ne? Da gab es doch auch so eine Folge, wo auf einmal diese Puppe irgendwie sich bewegt hat und so eine Scheiße, Alter. Wirklich, bei sowas kriege ich immer Panik, wenn ich diese Puppen sehe. Okay, gucken wir mal weiter. Wo sind wir denn hier? Wir sind ja von da gekommen, ne? Genau. Ich glaube nicht, dass es da dann wieder zurückgeht. Ja, krass, wie die Natur sich einfach durchsetzt und überall so Bäume wachsen, Pflanzen wachsen, alles Mögliche wächst. Das ist schon krank. Okay. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Vielleicht geht es ja hier weiter. Wirklich hier weiter. Wie komme ich da hoch? Oh mein Scheiße. Gott. Die haben es eilig. So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Rustenkaffee. Komplett alleine, ne? Ellie einfach komplett alleine. Gucken wir mal. Boah, meint ihr, da ist noch was zu trinken drin? Geschlossen, in Teil 1 konntest du die noch aufmachen mit dem Messer, wisst ihr noch? Die ganzen verschlossenen Türen, da gab es ja immer dieses Messer. Oh mein... Bruder, war das gerade eine Ratte? Ich schwöre, war das gerade eine Ratte? Oder ist da gerade wie Spider-Man an der Wand langgelaufen? Ich habe mich gerade so erschrocken. Was ist da gerade an der Wand langgelaufen, Mann? Eieieiei, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Verdammte Scheiße. Okay, man kann da lang, man kann auch da oben durch den Schacht gehen. Auch da oben durch den Schacht gehen. Warte. Erstmal wieder hier rein. Oh, eklig. Nicht wissen, wie es hier stinkt, Alter. Ich glaube, das ist jetzt der Raum, der gerade zugesperrt war, ne? Von hinten. Ja. Ah, und hier liegen dann schön Versorgungsmittel, alles am Start. Perfekt. Was ist das nochmal für eine Maschine? Eismaschine? Ne, was macht dieses Ding da nochmal? Gar keine Ahnung, ne? Was das nochmal macht. Haben wir noch irgendwas hier? Oh, Side-by-Side-Kühlschrank, beste. Aber ich bin ehrlich, ich feiere nicht diese Side-by-Side-Kühlschränke, die unten das Gefrierfach haben, sondern der sollte komplett durchgehend sein. Rechts Kühlschrank, links Gefrierfach. Also so finde ich es am besten persönlich. Kaduken. Nachladen. Oh, da war eine
einer Leiter. Hat da noch was? Wollen wir mal gucken, dass wir schön hier alles mitnehmen, Leute. Wir haben gerade nicht den besten Loot. Da sind wir noch durchgekommen in der Wand, oder? War das hier? Wo sind wir hier? Ne, hier waren wir noch nicht. Vielleicht geht's ja auch hier weiter. Vielleicht geht's ja gar nicht aufs Dach. Ne, hier waren wir doch. Ja, hier waren wir, hier waren wir. Okay. Dann lass uns mal die Leiter hochklettern und schauen, wo uns der Weg hinführt. Ich finde, Last of Us, wenn man alleine im Spiel ist, also Ellie, ist auch ein ganz anderes Feeling, als wenn jetzt zum Beispiel Joel dabei ist oder Dina dabei ist. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das fühlt sich da wirklich an, als ob jemand mit dir ist im Game, ne? Schon krass. Arr, arr. Vorsicht, Ellie. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein. Ey, ich habe keinen Bock, jetzt Hunde zu töten. Bitte nicht. Ich möchte das nicht. Bei Gott. Hör auf. Glaubst du, der hat was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Sorge dafür, dass Hunde deine Spur verlieren. Diese kleinen Gruppen. Große Gruppen. Kämpfen. Diese Einzelgänger. Verstecken sich nur. Verstanden. Finden wir ihn. Da ist etwas. Wir sehen nach. Los, Mädchen. Ich werde hier gar keinen töten, Digga. Mann, das ist so scheiße, Mann. Nicht wirklich, wenn man... Ich sehe nichts. Nein. Wir checken jeden Laden. Ich will kein Risiko eingehen. Ich werde am besten keinen töten, den Hunden zuliebe, Digga. Junge, Alter, seitdem ich einen eigenen Hund habe... Guck mal, die können ja nichts dafür. Wisst ihr, diese Hunde, die wurden dazu trainiert. Das ist einfach unfair. Geil. Siehst du irgendwas? Alles gut. Wenn mich gleich ein Hund angreift, Leute, vielleicht so wie es ist, dann lassen wir uns beißen. Ja, riechst du was? Bitte nicht. Wo muss ich hin? Da ist doch Exit. Nein, der Hund hat mich. Was zum Kerl? Hörst du das? Wir gucken uns das an. Los, Junge. Exit, Habibi, bitte. Bitte, 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 bitte. Geh. Ey, das habe ich, glaube ich, noch. Na los. Geh doch rein, du dumme Kuh! Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, ohne gesehen zu werden, den Hunden zuliebe. Dieser scheiß WLF. Alter. Das haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren nicht geschafft. Vor 2 Jahren musste ich kaltblütig die armen Hunde töten, Alter. Das war schon ekelhaft, ne? Jawohl. Warum bringen die Hunde mit ins Spiel? Sollen wir aufhören? Lass die Tiere in Ruhe. Arme Hunde. Schreibt mal rein, Chat. Habt ihr auch Haustiere? Habt ihr auch Hunde, Katzen? Ich finde Katzen auch cool, aber persönlich finde ich Hunde einfach geiler. Hunde sind viel persönlicher irgendwie. Mal wieder eine Ratte. Und Hunde sind echt was sehr Schönes. Hui! Ja, warum nicht noch lauter? Hat das wer gehört? Ja, ich glaube nicht, Ellie. Hat das wer gehört? Die rollt da so einen riesen Mülleimer, der überall gegenknallt. Hat das wer gehört? Ich glaube, wir müssen hier auf der Seite. Auf was klappt. Schieben, schieben, schieben. Genug geschoben. Mal ganz schnell, easy. Hui. Nur die ist ja festhält. Das ist wie so Free Climb darin. Ja. Ach, haben wir eine Werkbank hier, ne? Und das hier alles. Schön mitnehmen, erstmal alles lesen. Junge, wie viele Menschen hier ums Leben gekommen sind, das ist so krass. Boris, es tut mir so leid, es ist entsetzlich, was die Wolves Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolves behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolves rächen willst. Glaub mir, mir geht es genauso, aber das können wir nicht machen, noch nicht.
Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch. Aua, Mann, Mann, ich habe so Schmerzen unterm Arm, Digga. Ah! Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben. Was hier für Sachen passiert sind, ne? Katastrophe, ey. Diese Pandemie, die hier passiert ist. Kannst du keinem erzählen. Okay. Verdammt, was ja, ist das? Das sind diese Bomben, ne? Bomben. Ja, die sind geil. Diese Sprengfallen aus Teil 1. Die sind sehr, sehr geil. Die sind richtig geil, Leute. Wir haben ja die ganze Zeit nur so komische Dingens gehabt. Was machen wir? Ich glaube, wir machen... Lass uns Joels Revolver machen. Das ist die wichtigste Waffe für mich. Weil mit der verbinden wir am meisten. Stabilität, ja. Machen wir Stabilität. 25% weniger Rückstoß. Stark. Wir haben einfach Joels Revolver komplett gepimpt. You've got to pimp my rock. Wir haben keine Münzen mehr. Kein Besteck mehr, sage ich schon. Okay. Ich muss sagen, die Grafik von dem Game ist auch krass. Wir zocken ja gerade aktuell Call of Duty, die Kampagne. Das sieht auch brutal aus. Aber jetzt, wenn man das hier so sieht, das sieht auch schon heftig aus, wenn du das hier rausguckst. Schon sehr gut gemacht. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Alter? Liquor Store. Da können wir safe nicht hoch, aber da muss es weitergehen. Oh, was ist das denn? Hundeschule? Ein Hundeladen. Geili. Das war bestimmt mal ein schöner Laden für Hunde. Ey, bilde ich mir das ein oder höre ich gerade die ganze Hunde bellen? Ich höre es dir. Ich höre irgendwie, glaube ich, die ganze Zeit Hunde bellen. Oh Gott, bitte nichts mit Schlimmes. Es war Boris, ich habe gesehen, wie er diese WLF-Patrouille abgeknallt hat. Scheiße, ich kapiere es ja. Sie haben seine Tochter getötet, aber er hat gerade... unser Todesurteil unterschrieben. Wir haben nur eine Chance, wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist dein Freund, aber diese Wolves haben das Mädchen wegen ein paar Graffitis erschossen. Denk mal darüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von dreien ihrer Leute decken. Bitte komm nach der Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt. X. Oh mein Gott. Verdammt. Digga! Mal diese Fallen, Digga, ist mir scheißegal. Boah, sieht aus wie ein Halloween-Kostüm, ne? Ich mein's ernst. Komm her. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Du kleiner Bastard. Einfach hinter mir. Ich bin so erschrocken, Alter. Ey. Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Mein Gott. Auf einmal ist hinter mir noch einer von denen. Ey. Alter. Das war jetzt zu viel des Guten. Ich habe mich richtig erschrocken, Freunde, Mann. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Scheiße. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich habe einfach so einen kalten Schauer bekommen. Wenn Dale vorbeikommt, wird er nach Safe-Kombination fragen. Okay. Kombination ist 30, 82, 65. 30, 82, 65. Merkt euch das, Freunde. Frage ist, wo ist der Safe? 30, 82, 65. Habt ihr irgendwo einen Safe hier gesehen? Wenn, dann müsste der irgendwo hinter der Theke unten versteckt sein, so, oder? Nee, da ist Muni. Muni mit. Zack. Blotter Matthäus. Warte mal, war der hier vielleicht das Safe? Vielleicht ist er aber ganz woanders. Kommt er später. Haben wir jetzt schon mal die Kombi. 30, 82, 65. Macht es dann bitte. Lass uns mal trotzdem mehr Sachen erstellen hier. Dann machen wir lieber so, anstatt dass wir keine neuen Sachen mitnehmen können. Jetzt können wir zum Beispiel das wieder mitnehmen und so. Das ist schon praktisch. Okay, weiter geht's.
Oh, da sind Pfeile, Pfeil und Bogen. Sind wir jetzt hier hoch? Ja, wir sind jetzt hoch, da waren wir vorhin unten. Nur für den Fall. Das sind diese Harpunen. Uff! Harpunen, Pfeil und Bogen, Legolas, Herr der Ringe. Wow, was war das? Ja, wenn jetzt aber Hunde kommen, dann kann ich nichts machen. Oh, shit. Sei am Leben, Tommy. Wer weiß, ob das überhaupt Tommy ist. Boah, Digga, das sieht so gestochen scharf aus, das Bild. Wenn du einfach stehen bleibst und dich nicht bewegst. Ne, guck dich erst einfach mal an. Beweg mich nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, nö. Ja, wer hat er mich jetzt gesehen, Alter? So. 3 Schüsse, 3 Headshots. Boah, der Revolver geht gut ab. Okay, wir haben auch 3 Headshots gegeben, ne? Vielleicht wäre der auch, wenn ihr auch tot mit der normalen Pistole. Aber war schon präzise. Ernesto hat gut getroffen. Gutes Zielwasser hat er getrunken. Getrunken. Jetzt die Frage, geht's da weiter? Ich gehe lieber. Oh nein, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich wollte ins Haus da rein. Ey, das ist scheiße, sowas. Da ist ja Baba Puli gewesen. Oh, ist ein riesen Garten, Alter. Wenn man ein Haus hat, so ein Garten, ist schon ein Traum. Also, aber ein bisschen groß noch. Ein bisschen kleiner wäre auch okay. Du hast 130 Zusätze. Jawohl, wir können wieder verbessern. Yolanda, es tut mir leid. Ich werde mich nicht mehr um Elfie kümmern können. Du hattest recht mit den Wolves. Sie sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns hier gegenseitig fertig machen würden. Alle haben gesehen, was die Wolves meiner armen Sophia angetan haben. Und was wollten sie im Gegenzug tun? Zugeständnisse machen? Ich hatte Wolfblut verdient. Sie hätten sich mir anschließen sollen. Stattdessen haben sie sich gegen mich verschworen. Also waren sie zuerst dran. Scheiße. Was ist hier passiert, Alter? Guck mal kurz, wir können jetzt hier die nächste Stufe. Oh. Was wir jetzt alles hier haben. Warte mal. Schallämpfer anfertigen. Okay, ist eigentlich fertig. Verbesserung für Nahkampfwaffen, ja. Nice. Haben wir noch 120 Punkte. Schalldämpfer. Was haben wir im ersten noch hier? Lauschmodusgeschwindigkeit. Du überlebst normalerweise tödlichen Schaden mit Ringen. Dann lass uns das holen. Und das wäre halt noch geil. Es kostet aber 60. Egal, schneller. Fertige alle Gegenstände doppelt so schnell an. Ja. Und das war's. Egal, reicht. Jetzt haben wir noch Schalldämpfer, Leute. Jetzt können wir Falldämpfer anfertigen. Ist auch geil. 25 Rabatt. Was? 25% Rabatt auf jegliche Verkäufe. 25. Schön looten hier, Alter. Liegt denn da Mehl oder was ist das hier? Oh, ey, halt's Maul, Digga. Ich hab mich gerade so erschrocken. Verdammte Scheiße. Was ist das denn für ein Indianer, Alter? Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Was war das denn, Mann? Muss mal gucken wegen Thumbnail für Fotos. So. Ziehen, ziehen. Pfeil und Bogen, wie Legolas von Herr der Ringe. Ja, das wird gehen. Boah. Rezept, was haben wir? Pfeil und Bogen, Alter. Jetzt geht's wieder los im Mittelalter. Junge, hat der mich erschrocken. Der kam da auf einmal um die Ecke. Boah. Verrückt, verrückt. Wie können wir jetzt Schalldämpfer herstellen? Ach, hier. Ah, okay, wir brauchen Lumpen und Kanister. Wir machen jetzt Pfeil und Bogen. Gerade erschrocken, Alter. Steht da. So kann man Puppen auch messen. Mal sehen. Ich hab's noch drauf. Aha. Das Geile ist, wir können die ja immer wieder zurückholen, Pfeil und Bogen. Es sei denn, wir sind gerade in irgendwelchen Bedrängnissen. Aber hiermit hast du halt die Möglichkeit, nicht unnötig Munition zu verschwenden, ne? Manchmal kannst du einen Pfeil an einem Kopftreffer wieder einsammeln. Ja, guck, können die ganze Zeit einsammeln. Die brechen ja nicht durch. Stabil. Da war doch, hey, die Hunde wittern irgendwas am Hügel. Nein. Niemals. Er ist noch hier oben. Er hat gerade einen der Trucks hochgejagt. Sicher? Er ist noch. Er ist noch, ja, gehört. Verdammt sicher. Alle ausschwärmen. Es sind vielleicht mehrere. Und wenn es jetzt so ist, dann müssen wir uns die Hunde holen. Was soll ich euch sagen?
Dann ist es leider so. Dann ist es leider so. Ich versuche einfach hier ungestört, unentdeckt durchzukommen. Vielleicht kriegen wir das hin, so wie gerade. Das war so gut, ne? Niemand hat uns gesehen, gar nichts. Ist keiner, guck mal, wie viel Mühe ich mir auf einmal gebe. Wer sieht mich denn? Irgendwas hat mich gesehen. Luchte Scheiße, wo ist der? Ist da was? Er muss hier irgendwo sein. Wenn wir ihn haben, sollten wir ihn den Hunden vorwerfen. Oh nein. Sie nicht. Vielleicht ist hier jemand. Wir sehen nach. Los, Junge. Oder was macht Ellie da? Hab was gehört. Nein, Hunde, bitte Hunde, lass mich in Ruhe, Hunde, bitte Hunde, Hunde! Oh mein Gott! Nein, nicht Hunde, bitte tut mir das nicht an, ey, ich mag euch doch! Jack! Bruder, geisteskrank! Bruder, ich hab den Weg! Bruder, wie ein Profi. Sehen Leute? Boah, ich komme mir gerade so geil vor, Alter. Noch nicht. Das ist er auf gar keinen Fall. Vielleicht Infizierte. Sie ist nicht alleine. Hä? Ich glaube. Da ist sie! Nein. Besser. Das ist mein Messer, Bruder. Weg hier. Oh mein Gott. Reichert sie aus! Los, los, los! Willst du mich verarschen? Bruder, was denn? Was denn? Alter, Bruder! Auf einmal haben die... Wo kommen die denn her? Ich wollte mich gerade in Ruhe heilen! Ich wollte mich gerade in Ruhe heilen! Auf einmal kommen da... Reichert sie aus! Ja, super. Was mach ich denn jetzt? Mach mal diese Scheiße. Oh mein Gott. Alter. Mach mal dieses scheiß Gewehr hier. Digga. Ellie. Bruder. Alter, stell dir mal vor, das wird mit echt in ihr passieren. Ei. Ach du Scheiße. Keine Munition für die Pumpgun. Egal, die kommen mit Eier legen. Also, weißt du, wie es ist? Warum hat die jetzt den Ziegelstein? Warum hat die den Ziegelstein, die dumme Kuh? Meint ihr, wir schaffen das? Ohne Leben aufladen? Ellie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tommy? Und das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Was ist das? Was zur Hölle machst du hier? Oh mein Gott! Dachtest du etwa, ich lass dich... Jesse! Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Oh mein Gott! Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Dateien! Sie ist da lang! Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Ein Truck klauen, oder was? Bereit? Ja.
Okay. Bitte sei vorsichtig. Okay. Was tun wir überhaupt? Lass mal heilen. Der Scheiß wieder. So, kann man vielleicht Neues herstellen? Ja, könnte er herstellen. Perfekt. Boah, wie schnell die jetzt auf einmal herstellen kann. Guck mal. Krank, wie schnell. Einfach schnell ins Auto rein, das reicht ja schon. Ich glaube, wir sind nicht allein. Schau nach. Die Stimme von Anakin gehabt. Hast du gehört? Ich glaube, wir sind nicht allein. Ich sag euch so, wie es ist, Chat. Haben wir alle? Wird er in den Truck gehen? Da. Ich dachte, das war der Plan. Wir steigen in den Truck und fahren. Okay. Jesse Lingard. Oh mein Gott. Das ist genau mein Spezialgebiet. Boah. Scheiße. Ding. Achtung! Auf die Reise! Los, ja, kann! Lass sie nicht mehr raus! Ach du Scheiße. Boah. Das ist brutal. Junge, wo kommt ihr denn auf einmal her? Was ist denn hier los? Oh oh. Scheiße. Hab ich Headshot, warte Headshot, what a Headshot! Komm auf den Reifen. Junge, was passiert, Alter? Das haben wir ja richtig krank gemacht, wie ich film hier. Ach, Scheiße. Nein, wir müssen aussteigen. Ja, das war ja eine weite Fahrt. Oh, da ist jemand. Dicker. Bruder. Bruder. Mach mal jetzt Zombie-Apokalypse, Alter. Alter, ist das verrückt. Wir müssen hier weg. Fahr. Wir müssen hier weg. Wo ihr viele hast du? Wie viele? Und das Klicker vor uns. Nein, der macht Klick-Klick. Was fährt der denn? Jesse, nicht so schnell! Bruder, ist das verrückt, Alter. Was eine kranke Stelle, Leute. Geisteskrank, Alter. Verrückt, ehrlich. Verrückt. Alles okay? Bin mir nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Hier, komm. Regen sind wir jetzt zu zweit. Hier lang. Okay. Wahnsinn. Dieses Spiel bockt so sehr. Oh, wir gehen jetzt zurück zu Dina, oder was? Oder ist das was? Das ist doch das, ne? Ja. Dina! Was macht die überhaupt den ganzen Tag? Die hat ja nicht mal Handy, gar nichts. Hey. Was soll die machen, ne? Oh mein Gott. Jesse. Hey, Dina. Oh. Meinst du, erzähl das mit dem Schwanger? Alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen.
Ja, okay, komm. Langsam. Irgendwie sieht man an dem Blick von Ellie, dass sie ein bisschen verärgert ist, dass Dina sich so freut, ihn zu sehen. Die schwanger sind und so. Ich weiß nicht, Digga. Irgendwie komm. Komm, lass mir so vor. Ich lass meine Freundin nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Na, der erzähl's nicht. Setz dich doch. Ne? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen. Guck die so abgefuckt, Mann. Oha. Ah, das kriegt sie auch noch Tränen, ey. Tommy? Tommy, dämpfte Stimme? Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Ja, daran kann ich mich gar nicht erinnern, Alter, vor zwei Jahren. Zwei Jahre zuvor. Diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Boah, Sniper. Ich will auch snipen. Ich will auch snipen. Gib mir die Sniper. Willst du es probieren? Ja, bitte. Gib her. Ja, dann kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern. Erinnert ihr euch noch daran? Bin heute großzügig. Wie lange das her ist, ne? Verrückt. Guck jetzt, Freunde. Sniper-Profi Ernesto Valverde, mein Name. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Easy. Gut, um sie aus ihren... Ah. Du musst höher zielen. Okay, gib okay. Der Kugel Spielraum zum Fallen. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Alter, das ist echt nicht einfach, Mann. Aber ich schwör, das ist nicht einfach. Lass dir... Na bitte. Ich sehe noch welche. Jetzt kommt Collateral. In sein Arschloch. Einem Schuss wäre auch geil. Ich mag das Teil. Noch zwei. Ja, ich denke, die bewegen sich die ganze Zeit. Eins und zwei. Boah, aus dem Laufen so schwer zu holen, ne, sag ich so, wie es ist. Du kriegst das raus. Warte. Jetzt. Boah. Mein Gott. Das waren alle. Ist echt nicht so einfach, Mann. Wenn du schießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Spielplatz hier. Krass. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gerne in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Barometer. Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Barometer. Quickscope. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen Mann. Sie den Hügel runter. Wieso? Man kann echt quickscopen. Hm. Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Da. Bumm. Du hast Talent. Bumm. Nein. Versuch. Was dachtest du denn? Mann! Ich zähl noch drei. In seinen Fuß. Du lernst echt schnell. Ja. Ich sehe noch zwei. Zwei? Wo denn? Da. Gut gemacht. Boah, aus dem Laufen, der war stark. Der war stark, Leute. Da sind bestimmt welche.
Der war sehr stark. Aus dem Lauf endlich eingeholt, ey. Wurde mal Zeit. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Skilift. Da, ja. Boah, Junge, das sind ja richtig viele, Mann. Boah, wie hoch muss man denn da zielen? Der liegt in der Luft. Alter, waren die gut. Wahrscheinlich lässt er sie wieder anbrennen. Er ist ein guter Killer, ein schlechter Koch. Das sieht ihr recht jedes Mal. Haferbrei, Suppe. Manchmal treffe ich gut, manchmal schlecht. Ein miserabler Koch. Jetzt, bam. Was? Hat gedauert, bis ich den Bogen raus hatte. Boah, der war sehr stark. Hammer. Ich weiß, wir sollten diese Leichen hier wegschaffen. Ich sehe keine mehr. Boah, wegschaffen, ja, wir müssen einfach erstmal da rüberkommen. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Ah. Heute spielt auch Dortmund und Frankfurt. Das ist auch ein richtig geiles Spiel, ne? Habe ich auch unnormal Bock drauf. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Tommy ist, glaube ich, ein guter Sniper. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Warum? Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Oh mein Gott. Habt ihr da draußen geschossen? Oh, ich krieg Gänsehaut, Alter. Da ist er, Joel. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Oh Mann. Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Hat so eine beruhigende Stimme, Joel, ne? Da unten ist dein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Jetzt geht's wieder mit Joel weiter. Hab ich schon geil gemacht. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Erwarte. Fährt. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber... Du bist witzig. Zum Musikladen geht's da. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Da, Music Center Jackson. In Jackson. Wir sind in Jackson. Und ihr seid alle am Jackson. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Wie kommst du so vor, als würde Ellie so einen auf Erwachsen tun und versuchen? Oder? Was? Und fuckt sich darüber ab, dass Joel ihr so viel helfen Verdammt. Will. Du
kann man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Boah, ist das geil mit der Sonne, Alter. Guck mal, jetzt am Blenden. Ah, ich sehe nichts mehr. Alter, ist das geil, wenn es am Blenden ist, meine. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Deswegen hat das auch so lange gedauert, bis das Spiel rauskommt. 8 Jahre oder 9 Jahre, wie lange das ging, ne? Das hat, glaube ich, 8 Jahre gedauert. Krank, Alter. Glaubst du, du passt da rein? Bestimmt. Versuchen kann ich's. Achso, er müsste das dann hochziehen, okay. Yep. Oh, meine Nase juckt, Alter. Ich check's nicht. Ich bin durch. Moment. Ich sag dir so, wie es ist, ne? Ich würde jetzt Panik kriegen. Weil ich wüsste jetzt nicht, ob hier irgendwas ist oder nicht. Jetzt geht's wieder zum Horrorspiel. Ich freue mich auf Resident Evil DLC, Alter. Das wird ekelhaft. Oh mein Gott. Bitte, wo ist eine Türe? Mach schnell. Türe auf, bitte, schnell. Schnell, schnell, schnell. Nein, mach auf, bitte. Bitte auf. Jawohl, wichtig. Na, hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Gern geschehen. Machst du mal wetten, dass hier gleich irgendwo ein Klicker oder irgendwas raufkommt. Irgendwas kommt hier. Wisst ihr, was auch krass gewesen wäre, wenn Joel gestorben wäre, indem er gebissen worden wäre oder sich infiziert hätte? Boah, das wäre geisteskrank. Das wäre dann so richtig The Walking Dead Style. Wisst ihr noch, damals Lee Clementine? Ich finde das hier gruselig. Oh, sorry. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Und da ist das immer noch für sich so, ne? Auf einer Cover. Sporen. Echt, das ist so ein Horrorhotel, ne? Auch kein Hotel, Alter. Wie das? Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Tina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Okay. Wichtig, nichts weiter erzählen. Alles muss unter uns bleiben. Hier sind Sporen. Warst du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Wenn ich jetzt alleine im Spiel wäre, wäre ekelhaft. Aber mit Joel, easy. Was war das? Hm. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst wirken, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Er ist bestimmt nur herumgeirrt. Ellie. Abenteuer hier. Oh, Osha, was? Hört ihr das? Oh mein Gott. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Ach du Kacke. Okay. Schalten wir sie aus. Die anderen lassen dich hören, ne? Tag habe ich. Oh, fuck, so die anderen. Oh, aufpassen auf den scheiß Klicker da. Oh, oh. Joel. Haben die nicht gesehen. Ganz schnell, er muss ganz schnell sein. Let's go. Wo ist der Rest? Ich kann mich sogar, glaube ich, sogar noch an diese Stelle ein bisschen erinnern. An diese Stelle hier. Richtig. Und diese Sporen, die hier überall in der Luft sind, Alter, das erkennt man, glaube ich, gar nicht auf YouTube, ne?
So klein und detailliert. Eigentlich sind die Klicker am wichtigsten. So, haben wir. Joel, pack du mal den Klicker, warum muss ich alle holen? Ich bin das kleine Kind. Hauptsache, ich muss alle holen. Nein. Boah. Fuck, hat mich das Ding erschrocken. Der hat mich auf einmal erkannt. Der wollte Foto mit mir machen. Da hat mich erschrocken. Nee, noch mehr? Infizierte, komm vom Balkon! Bereit machen! Och nö. Headshot. Was macht ein Joel, Alter, mit seinem Messer? Mit seiner Machete, Machete, Machete. Okay, können wir hier hoch? Ne, da geht's nicht hoch. Die Frage, wo geht's weiter? Oder geht der? Ja, okay. Hier ja, gerade war zu, die Tür. Komm. Woher kommen die Geräusche? Oh mein Gott, hinter mir. Joel, du machst das schon. Zack. Boah, sogar noch so ein Sidekick, habt ihr gesehen? Oh mein Gott. Oh. Oh nein. Joel! Wo ist Joel? Gleich ist hinter mir ein Klicker. Ich sehe schon, komm. Mein Gott. Ja, korrekt, Joel! Ey, wie korrekt ist denn Joel bitte? Da kommen noch mehr! Jetzt muss ich Joel helfen! Hör mal, Joel, du musst jetzt mal ein bisschen aufräumen hier. Oh, dann ist auch noch ein Klicker, nein. Eins, zwei. Ach Mann, geht mir auf den Sack, Alter. Die Stelle ist echt nicht easy gerade, ja? Ganz ernst. Joel, ich glaube, das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Alles wegen scheiß Gitarren. Mit der scheiß Gitarre, Alter. Hätte man direkt die Türe aufmachen sollen, bevor die runterspringen, rein und dann wieder zu. So hätten die das machen sollen. Ja, nochmal. Geh du mal vor, Alter. Willst du mich verarschen? Geh mal vor, Joel. Stell dir vor, er sagt jetzt so, geh du mal vor, du passt da besser durch. Könnte das hier was sein? Ich folge dir. Kann man eigentlich auch abballern? Ne, geht gar nicht, ne? Ne. Guck jetzt aus der Wand. Kommt aus einer Hand raus, 100%. Geist, man. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Luther Matthäus. Alter. Molotov Cocktail, schnell. Wo ist der denn? Wo ist der? Wo ist der denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie die Orks von Herr der Ringe, Alter! Ich hab keine Waffen mehr, meine, keine Munition mehr, nix. Brauch Muni, gib mal Muni! Ey! Wichtig! Hat nach, hat nach! Was schlucken die denn alle, Mann? Wo ist der? Alter! Das kann doch nicht wahr sein, ne? Ich hab alles. Joel, du hast doch eine Scheiß!
Hangar, was macht der da? Wo ist der? Oh mein Gott, der ist hinter mir her! Da war Munition. Hey, Bruder, das sind die richtigen Blota Matthäusse von damals. So kenne ich die auch noch. Bei Gott, so kenne ich die noch, die Blota Matthäusse. Nachladen. So, ich bin mal weg. Oh nein, jetzt kommen wieder andere Zombies, Alter. Nein. Digga, was schluckt der denn? Oh nein, neben mir. Der schluckt zu viel. Ich schluck alles. Der schluckt zu viel. Dieser dreckige Hund, Alter. Oder was ist für eine schwere Stelle? War das damals auch so schwer? Ja. Oh mein Gott, was? Das sollte so sein. Ich dachte, wir sind tot. Ich schwör auf alles. Ich dachte gerade, wir sind tot, ne? Hey, was war das denn für eine verdammte Stelle gerade, Leute? Los. Ah, shit. Das war zu knapp. Ja. Aber wir haben es geschafft. Haben wir. Alles klar? Egal. Außer, dass ich echt alt bin? Das war ein Blota Matthäus, wie man ihn kennt, Chat. Ich will hier raus. Ja, nur weil aber Ellie sich an dieser scheiß Stange festhalten musste und die rausgezogen hat, ne? Boah, Bruder, Alter. Halben Herzinfarkt bekommen, Leute, ich mein's ernst. Was, oder? Was, wenn A2 Bloater lauert? Das wird schon. Jawohl, das sind die richtigen Blota Matthäus. Blota Matthäus. Fuhren sind weg. Und zum Glück Fitnesscenter. Geil, Alter. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Blota vorbei. Hantelbank. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Die sind zusammen, oder? Ah, halt mal zu. Mal so, mal so. Wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ah, ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Jetzt soll ich hier durchgehen? Geh doch mal rein da! Deutsche Crema. Boah, ich hab erstmal Deutsche und Gabbana gelesen. Deutsche Crema. Das ist der beste Kaffee, den du kriegen kannst. Deutsche Crema. Deutsche Crema. Kannst du dich da durchzwingen? Ja, jetzt soll ich wieder vorgehen, ne? Jetzt kommt wieder ein Blota. Guck jetzt. Siehst du, was da ist? Ja. Was ist denn hier passiert schon wieder? Herrlich! Oh mein Gott. Auf einmal aus allen Ecken, ne? Kommt da wieder ein Klicker. Ja. Jay? Wer ist Jay? Das sind sie. Wer? Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich hab sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder?
geht in Joels Kopf gerade vor, ne? Also. Als ob er das jetzt erzählt. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast. Oh mein Gott. Sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Oh mein Gott. Ja. Ja, das haben wir gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Gutes Argument. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Boah, ist das hart, wie er sie einfach anlügt, ne? Gut. Was soll er sonst anderes machen? Was soll er sonst anderes machen, Freunde? Boah, ist das hart, ey. Sie wäre die einzige Option für die Menschheit gewesen, ne? Und der hat es einfach... Er hat es nicht durchziehen können, Joel. Schon hart, wenn man so überlenkt, ne? Boah. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, Freunde, genau an dieser Stelle machen wir übermorgen bei der nächsten Folge weiter. Es ist fast ein 1-Stunden-Special geworden, aber das 1-Stunden-Special lässt noch auf sich warten. Und das wird dann die Tage, denke ich, kommen zur Folge Nummer 10. Schauen wir dann einfach mal. Und ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da für diese geile Last of Us-Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Es ging wieder zurück in die Vergangenheit mit Tommy, mit Joel. Und Ellie hat schon wieder nachgehakt, wie das sein kann, dass es 1000 Immune gibt, so viele immune Menschen und sie noch keinen getroffen hat bisher. Ich glaube, sie kommt langsam hinter der Sache her, dass Joel sie angelogen hat. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr übermorgen. Morgen geht es erstmal weiter mit Call of Duty und den nächsten Mal werde ich es raus. Haut rein und ciao!